So, wollen wir schauen. Das ist ein Mirage Trade, ne? Aber das ist halt für die ersten 6 Sekunden. Dann ist halt One Shot. Ich muss leider hier weitermachen. Das finde ich geil. Klattert Mine finde ich richtig cool. Dann nehmen wir mit. Klattert Mine finde ich richtig, richtig nice. Wir können es jetzt zwar noch nicht machen. Doch, wir können es vielleicht machen. Ne, können wir nicht. Aber Klattert Mine bin ich ein Riesenfan von. So. Du willst hier rein. Wir können diese Runde Klattert Mine eh nicht nehmen, ne? Das heißt, wir verkaufen noch mal ein paar Units. Für Level 4 und packen dich noch mal kurz mit rein. Oder dich. Oder egal. Der hat ein paar Zweier-Units, ne? Er zählt in der Backline, ja, das stimmt. Da hast du recht. So, dann kriegen wir Experience, genau. Zwei kriegen wir. Drei sogar. Holy moly, wir müssen die Bank ganz schnell füllen. Ich habe gehofft, wir kriegen einen Win irgendwie. Ganz, ganz schnell die Bank voll machen. Nein. Werde Vollbank. Können Israel verkaufen. Drei. Bringt auch nichts. Irgendwas wollte ich mit Swift Shot spielen, aber haben wir schon, ne? Na gut, wir haben 6 Erfahrungspunkte schon gewastet. Theoretisch. Early Olaf ist ganz cool. Okay, Loose Krieger das. Und dann ist die Frage, worauf wir gehen. Also ein Olaf ist nicht gestorben. Sehr gut. Blue Streak it is. Ich würde irgendwie gerne mal eine Legendary auf Level 3 haben. Das wäre irgendwie cool. Oh, ein Zippy. Ich bin ja schon irgendwie ein bisschen Zippy geil, ne? Ich bin ja schon ein bisschen Zippy-Freund. Und wir könnten unsere Bank füllen. Das war der Play, Leute. Wir können unsere Bank füllen. Wir gehen weiter auf Loose Streak, ist egal. Aber wir haben die Bank jetzt endlich voll. Zippin! Holy, hat er den gekrittet. Und wir haben immer noch den Duplikator, aber den will ich für eine Legendary Unit vielleicht benutzen. Es sollte weiter ein Loose Strip sein, oder? Oder gewinne ich das? Warum ich die Bank voll machen wegen dem Orgiemönch hier? Wenn meine Bank voll ist, kriege ich 3 Erfahrungspunkte. Am Ende der Runde. Und ich habe jetzt schon 3 Runden ohne volle Bank gespielt. Darum. Das ist da ein bisschen RIP. Ich dachte gerade, das wäre eine Soraka. Ich war so verwirrt. Ich nehme mal Infinity Edge mit und gibst einen Twitch. I guess. Jo, kein Ding, Demel. Alles gut. Berechtigte Frage. Damit darf er viel Spaß haben. Und dann machen wir die Bank wieder voll. Mit wem? Ist eigentlich egal, ne? Haben wir eine 2-Unit noch hier? Und den Spaddle haben wir auch noch, den habe ich ganz vergessen. Warte mal. Mirage, Kavalier. Mit dem Mirage Crate, der lohnt sich halt erst
hart, wenn wir mehrere Mirage haben, oder? Bin ich mir nicht so sicher. Hat er gerade. Achso, der hat das Sunfire nachgebaut. Der hat schon Mage Trade, der wird uns knallen hier. Aber halb so wild. Solange die Bank voll ist, ist alles gut. Bin ich die Einzige? Ich wünschte, ich könnte diese Boom-Effekte ausstellen. Ich finde die alles übertrieben. Ich finde diese übertriebenen. Jo, so. Einfach mal. Wo bin ich? Mein Typ ist weg, Leute. Seht ihr ihn? Ich bin weg. He's gone. Hä, wo ist er hin? Jetzt ist er wieder da. Einfach weg. Einfach ein Zoom. Boah, 6er Drachen hätte ich so Bock mal zu spielen. Ich meine, wir hätten einen Drachen, hier hätten wir noch einen zweiten, aber Zoom wird man nicht spielen wollen. Denke ich zumindest. Oh, ich war Level up. Ist mir gar nicht aufgefallen. Zoom wird man, glaube ich, gar nicht spielen wollen, ne? So. Ist das nach jeder Runde? Ja. Mirage, Mirage, Astral. Ich weiß nicht, was ich spielen soll, Leute. Ja, Gilde macht am meisten Sinn, natürlich. Oh, meine Bank war nicht voll, weil der reingeswappt wurde. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Spuddle zugeschoben. Ich hoffe immer noch, dass wir so einen Spuddle kriegen, wisst ihr? Ich hoffe immer noch, wir kriegen so einen Spuddle hier zugeschoben. Gold. Das ist alles, was ich krieg. 3 Golddublonen. Spuddle? Noch mehr Gold. I'm rich. I'm rich. Ich denke, wir werden erstmal Gold farmen hier. Guardian Emblem. Und da müssen wir überlegen, ne? Ich meine, Gilde habe ich gerade eben gespielt. Will ich nochmal Gilde spielen jetzt? Ich kann auf jeden Fall erstmal Kavalier. Ich hätte Nunu spielen können, ne? Ich bleibe erstmal weiter so. Wir losen erstmal weiter, Leute. Wir gehen erstmal weiter losen. Da kommt nämlich noch das Argument und da können wir dann nochmal entscheiden. Vielleicht kommt ja noch was mit Drachen. Na, ich hätte nämlich Bock auf Drachen spielen. Weil wir haben das Ding hier und damit können wir einen Duplicator machen. Auf irgendeinen Legendary Drachen, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben leider kein Morello oder so, sonst hätten wir Shyvana 2 direkt machen können. Last place. So, Bank ist voll. Gibt mir XP. So. Alles Mist. RIP. Alles Mist, alles Mist, alles Mist. Da ist noch ein Dragon. Ich werde erstmal ihn spielen, ne, weil er 2 ist. Das ist Klopfs hier. Ich bin leider befragt, Leute. Leider gerade befragt. Swain will ich auch nicht mit Dragons spielen. Oh, warte, wir können noch eine Unit reinpacken. Ja, Gilde Swiftrot wäre eine Idee, klar. Aber nochmal Gilde. Also irgendwie spiele ich halt nur Gilde, weißt du? Deswegen.
Ja. Es bietet sich halt auch an, dass wir richtig rein in die Dragon ballern. Ah, da müssen wir halt höher kommen, ne? Mage Nomsi. Senna 2, wollen wir gar nicht. Wir bleiben mal so stehen. Ja, die Bank ausrauben machen wir auch noch. Und zwar hier, beim Shared Draft. Da rauben wir die Bank aus. Ich meine, wir haben zwei Gilden-Units auf zwei schon fast, ne? Eine Mage-Kaiser. Hol die Kaiser. Gut. Das Siefloff war gut diese Runde auf Vladimir, glaube ich. Den Blue-Buff. War nicht der fetteste Loose, glaube ich. Oh, vielleicht doch. Nevermind. Bumm. So, und jetzt kommt noch ein Spuddle. Ich sag's euch. Dann haben wir noch mehr Team-Size. RIP. Brauchen wir einen Last Whisper. Könnten auch Graves spielen, ne? Moment mal. Line them up. I will bend their knees. Wir machen jetzt ein bisschen Quatsch, okay, Leute? Wir machen jetzt den Testmodus. Der Testmodus ist jetzt aktiviert. Okay. Nicht wundern. Das ist jetzt der Testmodus hier. Komm, noch einmal healen. Einmal healen. Leute, Mage Nomsi ist so eine Maschine. So. Und was wir machen wollen, weiß ich jetzt nämlich auch nicht mehr. I don't know. Was wollten wir denn nochmal machen? Was wollten wir machen? Noch ein Mage Nomsi. RIP. Schrot den Nomsi weg! Nein! Ja! Sehr gut. Hat er weggeschrotet. Ich glaube, die Items sind nämlich gut für Graves. Und als ich Graves gesehen habe, habe ich gedacht, könnte was werden. So, da wäre ein Siphon. Da wäre ein Drake, ne? Wenn wir wirklich Drakes haben wollen. Da wäre ein Drachenmann. Wollen wir den haben? Oder committen wir jetzt auf Graves? Ich meine, wir können ihn trotzdem spielen. Ne? Wir können Vladimir rausnehmen. Wir können Vladimir rausnehmen. Wir können ihn trotzdem spielen. Wir können Vladimir rausnehmen.
ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Aufstellung. Oh, warte, der Drake ist schon weg. Dann mache ich ja nicht. Ich habe noch über den Drake nachgedacht, wo der gar nicht mehr drin war. Smarter Boy bin ich. Einfach ein Smarty. Wir haben immer noch den Spuddle, ne? Ich hoffe immer noch, dass wir damit irgendwas kriegen könnten. Der hat einen Swiftshot-Ione. Hätten wir auch machen können. Können wir Swiftshot-Graves spielen? Ja, ich glaube, wir wären Blutduster, ne? Dragonmancer. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Es muss irgendwie ein Wunder geschehen. Ein Wunder ist geschehen, Leute. Entweder Scope Weapon oder das Guild Crest. Omnivamp? Oder Tech? Ich denke, Omnivamp ist besser. Dann machen wir die Graves-Gilde, I guess. I guess, das ist der Graves-Guild, Mann. CP2. Und die Ratte. Dann wird es wohl der Graves-Gilden-Mann, Leute. Na gut. Sender könnten wir drin behalten. Immer noch den Spuddle, ne? Immer noch was anderes draus machen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir gerade spielen. Das ist auf jeden Fall Lee Sin. Also Lee Sin würde ich gerne haben anstatt Qiyana. Definitiv. Ezreal will ich aber auch spielen, wegen Swiftshot. Alles ein bisschen durcheinander gerade. Also wir wollen Ezreal spielen. Wegen Swiftshot. Vielleicht wollen wir sogar Ezreal eher haben. Gunblade. Dragonmancer. Da wir bleiben erstmal so. Wir sind ja bald Level 9, ne? Ja. Das sieht so weird aus. Oh, ein Sieges. Perfekt. Gar nicht gesehen, da ich einen Sieges hatte. Der Vladimir ist mit Dorn im Auge, der ist komplett. Der passt gar nicht in meine Combo rein. Ein Kavalier wäre noch okay. Oder noch der Dragon-Typ, ein Jace. Jace wäre big. Jace dann flat Vladimir und Jace dann einfach mit dem. Mit dem Thief's Glove, würde ich sagen. Oder ein Bart. Nehmen wir auch. Wir nehmen uns den Bart. Safe. So. Bart Jace rein. Für ihn ein Bart. Dann noch ein Jace. Dann sind wir ein 8er Gilde. 8er Gilde sind wir dann mit Doppel-Tempest, Doppel-Swiftshot, Doppel-Cannoneer. Klingt eigentlich okay. Glaube ich. Was hatte Bart von einem? Perfekt. So ein Stab. Der will zwar keinen Rabadons haben, glaube ich, aber... Nice. Ezreal wollten wir drinnen lassen, ne? Auch wenn er so ein Lappen-Unit ist. Ich glaube, der wollte drinnen bleiben. So. Würde ich sagen. Sieht das ganz okay aus. Also diese Ezreal und der Twitch, das sind Lachnummern. Wie die da beide abhängen auf der Seite. So, wir haben 7er Gilde. Das ist sehr, sehr gut. Da ist sehr viel Omnivamp für Graves auf jeden Fall. Oh, da ist wieder der Swiftshot-Ione, ne? Aber der Graves pumpt halt, ne? Der Graves ist halt schon am Pumpen, muss ich sagen. Hau den Ione weg! Komm, den haben wir, oder? Nice, good job, Team. Bank ist voll, perfekt. Ich darf ja nichts verkaufen, weil ich ja das Level 9 noch erreichen können. Da wäre Jace. Verkaufen wir, packen wir Jace rein, Leute.
Alles verkaufen, Jace reinpacken, hoffen, dass wir noch gewinnen. 64. Hoffen, dass wir noch irgendwie überleben. So, das ist jetzt mein Team. Das ist jetzt mein Team. So sieht's aus. Wir haben doch, sind doch noch auf Gilde gegangen, aber halt mit dem Graves-Gilden-Mann, ne? Bard ist nur gut für Ulti? Ne, das stimmt nicht. Bard ist extrem gut, weil er deine ganzen Gilden-Bonus pusht und weil er dir mehr Mana fürs Team gibt. Da bist du leider missinformiert. Bard ist ein sehr, sehr guter Unit für die Gilde, ne? Und fürs ganze Team, weil dein ganzes Team mehr Mana bekommt. Mit jedem Attack. Treasure Dragon. Was wollen wir da holen? Wir hätten Jace-Items holen können. Wir wollen Zippy-Items haben. Ganz dringend. Das sind schon Zippy-Items. Der soll Mana-Items haben, genau. Ja, Infinity Edge Zippy, ne? Gönn dir Zippy. Ja. Wir können irgendwas reforschen. So, wir müssen jetzt überlegen. Warte mal, wir müssen... Bard 2 hitten, meine ich. Nice. Einfach mal so. Zweimal hintereinander. Sehr gut. Ich glaube, ich reforge das Ding. Ionic Spark. Nehmen wir mit. Würde ich eigentlich gerne auf Jace spielen. Ich spiele jetzt auf Sejuani. Eigentlich würde ich es gerne auf Jace spielen. Aber wir machen es jetzt auf Seju. Weil Graves hat ja Thief's Glove, ne? Wir können immer noch eine Unit kopieren. Und wir können immer noch ein Spuddle ausbauen. Mit dem Spuddle könnten wir ein Swift-Shot-Emblem machen. Dann bräuchten wir den Ezreal nicht mehr, ne? Den bräuchten wir eh nicht. Der Swift-Shot ist komplett below. Wir brauchen kein Ezreal. Wir bräuchten einen... Einen Lee Sin wäre besser, glaube ich. Ich glaube, Lee Sin wäre besser als Ezreal hier. Weil der Swift-Shot bringt ja nur ihm und Twitch was, ne? Und die beiden machen halt absolut nichts. Guckt sie euch an. Ezreal muss raus. Dafür brauchen wir aber immer noch den Tempest-Buff. Das heißt, wir wollen Lee Sin, wenn wir ihn finden. Oder ein Aushin, aber... Kein Platz für Aushin. Krasse Items. Lee Sin. Perfekt. Jetzt müssen wir gucken. Können wir jemanden auf 3 hitten? Also wir werden jetzt versuchen, nochmal Gold irgendwie ranzusparen. Vielleicht kriegen wir es hin, ein bisschen Gold. Item für Zippy wäre cool. Vielleicht kriegen wir es beim Rat oder beim Test of Valor. Was ist das für ein Item? Holy, was ist das denn? Holy shit. Das Item sieht irgendwie extrem böse aus. 900 Mal den Damage, den du auf der Bank hast? Holy moly. Ist das nicht eine Exodia im Endeffekt? Ist das Item nicht eine Exodia? Graves. Könnten Graves 3 versuchen zu bekommen. Das fühlt sich an wie eine Exodia, Leute. Das Ding, was er hatte. So. Wir locken es mal. Vielen Dank für den Follow. Ich hoffe, wir gewinnen. Dann wäre er raus. Es sind nämlich noch ziemlich viele Leute drin, ne? Schöne Bard-Ultimate. Graves immer noch am Leben. Der schrotet sich auch wieder hoch, ne? Mit dem Omni-Vamp hoffentlich. Schrotet dich hoch, Graves. Nice. Sehr gut. Naja, eine Kopie von Jace würde halt den nicht auf 3 bringen, ne? Sondern auf 2. So, wir sind relativ weit unten. Ah, was wollen wir haben? Ich sag für dich das Zephyr, glaube ich.
Vielleicht können wir damit noch einen Fight gewinnen, wenn wir das gut setzen, das Ding. Vielleicht kann man damit noch einen Fight gewinnen, dann, den man vielleicht sonst nicht gewinnen würde. Ist im Late-Game immer ganz cool, das Teil. So, die Frage ist, überleben wir bis dahin oder rollen wir jetzt einfach runter für Units? Jace. Okay, wir könnten auf Jace 2 direkt gehen. Oder wir warten auf Jace 2 oder wir versuchen Graves 3 zu kriegen, aber Graves 3 wird halt hart. Wir gamble mal. Ja, wir gamble mal auf Jace 3, auf Graves 3, oder? Ich hoffe, den schießen wir raus. Ich hoffe, wir machen genug Damage. Ah, ne, nicht reichen. Immer noch nicht Top 4. Es wird übel. So, jetzt will ich gerne zweimal Graves, dreimal Graves im Shop haben. Das wäre insane. Bitte, bitte. Dreimal Graves, bitte. Schade. Das Item, ey. Crown of Champions. Das one-shottet jeden. Im Endeffekt. Das ist ziemlich cool. Ich will unbedingt mal Shimmer Scale spielen. Das ist ja super cool. Das ist ja super, super cool. Also auch wenn wir jetzt verlieren, ist halt whatever. Ja. Auch wenn der Normsi uns jetzt hier one-shotten wird vielleicht. Außer der Graves pumpt ihn jetzt richtig weg. Nice, Graves. Der Graves ist halt fast genauso stark wie der Zippy. Bitte Top 4. Noch einer raus. Das war knapp. Ich glaube, der ist unbesiegbar jetzt mit dem Ding. Es ist drinnen in... Na gut, so ein Ding. Oh. Ich will noch den Graves-Unit. Wo packen wir das Ding? Das packen wir auch auf Shyvana, I guess. Und wir sollten Jace mit dem Zephyr buffen und nicht den... Nicht die Senna, I guess. Ich denke, wir sollten nicht die Senna buffen. Schade, Leute. Schade, schade, schade. Will der Zippy das Schild? Eigentlich braucht er das nicht, ne? Nein, ich konnte nicht mehr wechseln. Jetzt wird der Dings hoch. Ich hätte noch wechseln müssen hier hinten. Ich glaube, dieser Tempest-Stun, der ist auch gar nicht so bad hier. Einfach mal so ein Late-Game-Stun noch, der oben drauf geworfen wird. Das klingt eigentlich ziemlich stark. Ah, könnten wir verlieren. Pump ihn weg, mein Guter. Pumpe weg. Nice. Er hat sie weggepumpt. Sehr gut. Top 4, Top 4? Top 4. Insane. Sehr gut. So, bitte gib mir jetzt die Graves, die ich brauche. Please. Das sind keine Graves, Leute. Zippy. Zippy werden wir auch nicht mehr bekommen. So viele Barts, wie ich drin hatte, ne? Oh, das ist der. Gegen den werden wir nur gewinnen, wenn wir noch eine 3er-Unit haben. Komm, wir machen den Jace. Gegen den müssen wir wirklich so viel versuchen, wie geht. Der wird mein Lee Sin Zephyr, ne? Ja, und nicht Zephyr sein OP-Champion. Sehr gut. So, Graves, du musst jetzt... Wir müssen irgendwie besiegen. Ah, seine Soraka one-shottet leider absolut jeden hier. Holy moly.
Meine Soraka, guckt ihr euch mal den Schaden an. Holy shit. Das ist wirklich ein Exodia. Das ist wirklich ein Exodia, ey. Wie viele Bards wir einfach schon gefunden hätten. Na, Lee sind zwei, nehmen wir noch mit. Na gut, dann wird das jetzt der... Was, letzte Fight? Trifft das den Yone? Habe ich das richtig ausgerechnet? Trifft das Yone hier? Oder die Ratte? Die Ratte, okay. Aber ich muss sagen, wir haben auch ein komisches Setup. Der Senna da noch mit drinne. Oh, oh. Gut, er ist nochmal weggedasht. Ich glaube nicht mal, dass wir den besiegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, der zerschnetzelt uns noch, ja. Boah, der hat ihn besiegt. Einzig, was hier irgendwie Sinn machen würde, wäre noch ein Zephyr oder so. Aber wir nehmen den mit, dann können wir den doppelbuffen, den Graves. Alter, das Ding, wie besiegt man diese Soraka hier? Ist halt die Frage. Ist halt noch eine Top 2 theoretisch drin, ne? Leute, wie viele Bards einfach. Wie besiegt man diese Soraka? Vielleicht indem wir den Zippy einen fetten Buff geben. I don't know. Wir können auch das ganze Board verkaufen, versuchen auf Bard 3 zu gehen. Und den Spuddle haben wir das ganze Game nicht benutzt. Deswegen kriegt Bard jetzt einen Spuddle ohne irgendwas. Viel Spaß. Falsche Target. Der Bard geht auf den Tank gerade leider. Oh mein Gott, wir haben die Soraka geschrotet, oder? Ich glaube, wir haben die Soraka down, Leute. Nice, der Graves hat gesmurft. Der Graves hat gesmurft, hat die Soraka gewone-shottet. Und er hat verloren. Das könnte noch ein First werden. Tatsächlich. Das könnte sogar noch ein First werden, wenn wir jetzt gewinnen. Ein AP hat der Lümmel. Letztes Mal hat der Yone überlebt, ne? Also, wenn der da nicht hochgedongst wird, wird er denn da hochgedongst? Ah, da. Ich sehe es jetzt. Da. Er hat ihn vertauscht. Nein! Naja. Gönn dir den Varus. Oh. Wir haben keinen Damage mehr für den Yone. Das ist ein GG. Obwohl. Ja doch. GGs. Zweiter? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür, dass die Runde so weird war, aber ich wollte eigentlich nicht wieder Gilde spielen. Aber dann haben wir einen Gilden Graves gehabt, ne? Eigentlich wollte ich nicht wieder Gilde spielen. Aber so ist das dann.